Moin Moin und willkommen zurück zum 10. Spieltag mit dem SV Sandhausen hier in Saison Nummer 2 im FIFA 70er-Jahres mit dem SV Sandhausen heute gegen die Arminia aus Bielefeld auswärts auf der Alm. Wir rangieren immer noch auf Tabellenplatz 2 auf einem sehr guten zweiten Tabellenrang Platz. Die Arminia Tabellenvorletzter, also 17. Die brauchen einen Sieg, um sich da unten rauszuarbeiten, was ganz, ganz wichtig für die wäre. Damit genug der Vorworte am Freitagabend und wir gehen rein ins Auswärtsspiel. Wir in Schwarz, die Arminia in Blau-Weiß und Schwarz wie immer. Und dann gehen wir rein ins Teammanagement, werden heute mal etwas rotieren, werden Vollmann von Anfang an springen für Pietrowski, werden Knipping heute mal spielen lassen, der für Gordon spielt, für Matras darf heute mal Meffer dran, wir werden ein bisschen durchwechseln und dann gehen wir rein ins Auswärtsspiel. Es schneit parallel Aue gegen Ingolstadt, Braunschweig in Lautern und Dresden gegen Karlsruhe. Wir werden das Schnee mal etwas umstellen auf nebelig ist es mal. Es ist zwar kalt, aber nur ein bisschen nebelig und damit gehen wir rein in Bielefeld. Vollmann mit dem Freistoßtraining, der ist sehr gut, der passt daneben den Pfosten. Stark gemacht. Der Freistoß geht daneben den Kasten und wir gehen rein auf die Alm am 10. Spieltag. Und dann gehen wir rein. Und dann schauen wir mal, wie die Arminia aufpasst. So, wir sind 2. und 17. wie schon vorher tabellarisch aufgeteilt. Geschichte zwei Teams. Die Arminia ist der schlechteste Angriff der Liga, wir der beste in dieser Saison. Und dann schauen wir mal, wie die Arminia aufläuft. Mit Hesel, Görlitz, Behrendt, Börner, Hartherr, Zalker, Schütz, Hemmlein, Nöte, Ulm und Klos im 4-2-3-1. System der Arminia. Und damit haben wir die Aufstellung gesehen und stoßen an gegen die Arminia. Auf geht's mit Höhler, Meffert im Spielaufbau, Stolarski, wieder Meffert im Spielaufbau, Linsmeier mit Dorsch, der nimmt außen gleich mal Paccarada mit, die Flanke abgeblockt von Görlitz, deswegen keine Gefahr, Börner macht den Ball noch mal heiß, muss ihn wegschlagen. Einwurf Sandhausen nach noch nicht mal 3 Minuten, die hier auf der Uhr sind. Einwurf von Linsmeier, zurückgeworfen auf Stolarski, der auf Meffert im Spielaufbau mit Dorsch. Höhler mit Vollmann, der will ihn wieder durchstecken. Höhler kommt nicht ran, weil Görlitz klärt. Langer Ball für Klos, aber da ist sofort wieder der SVS, der hier heute richtig stark drauf presst. Damit ganz klar auf etwas ausgezogen. Der Pasu geht drumrum. Richard zu guter Pasu lässt sich den Ball vom Fuß grätschen und nimmt dann, wollte dann zu viel. Da noch einen Elfmeter herausstinden. Börner klärt erstmal jetzt für die Arminia auf Salger, der auf Schütz. Schütz mit dem Chipball nach außen. Für Nöte, der legt das Ding zurück, der bekommt ihn dann sofort wieder. Und da ist jetzt richtig Platz, Nöte. Der Ball ins Zentrum, das ist Klos und der tippt den Ball am Pfosten vorbei. 10 Minuten rum, die erste richtig, richtig fette Aktion der Arminia.
die Unsen sind gleich deswegen gleich erstmal auf das defensive Setup zurückstellen lässt, denn die Arminia ist gefährlich. Baccarada, Dorsch, oh, gefährlicher Ball, Ballverlust, Schütz jetzt wieder für die Arminia. Mit Nöte, Linzmeier ist da gut dran am Mann, gibt so Einwurf für den SVS. Linzmeier beim Einwurf mit Linzmeier ins Zentrum auf die andere Seite über Linzmeier, Baccarada mit Dorsch, der den Ball verliert und ihn sich aber zurückerkämpft. Höhler für Vollmann, Vollmann ins Zentrum für Linzmeier. Der macht das stark. Höhler legt nochmal durch. So guter Pasu. Und Hesel mit der Fußabwehr. Monsterreflex. Von Hesel gegen so guter Pasu. Das muss die Sandhäuser Führung sein. Baccarada Einwurf. Höhler. Flanke kommt. So guter Pasu nicht dran. Und Linzmeier braucht lange, um den Ball zu kontrollieren. Meffert. Höhler. Höhler jetzt aber. 1-0. Für Sandhausen. Das ist die frühe und die wichtige Führung in Bielefeld. Das kann ich wieder kombinieren. Vollmann, der die Führung erzielt, gegen zwei durchsetzt und danach noch Hesel keine Chance lässt und den über Hesel drüber hinweg, so ein bisschen im Liegen über Hesel hinweg lupft zum 1-0 und zur Führung hier in Bielefeld. Nach 18 Minuten. Die Arminia jetzt mit Salga im Spiel aufbauen. Mit Hämlein. Hämlein, Dorsch kommt dazu, verteidigt das stark. Wichtig. Einwurf Hämlein, da sind wir dazwischen. Dorsch. Schlechter Ball. Gut dazwischen. Vollmann. Zu guter Pasu. Er kennt ihn. Laufweg auf Linzmeier. Linzmeier versucht es, kommt nicht die Flanke. Hesel ist aber dann da. Langer Ball von Hesel. Kiste. Stolarski. Vollmann. Dorsch. Höhler, Dorsch. Zu guter Pasu, zu guter Pasu, 2-0, 25. Minute. Doppelschlag für die Arminia. Hier für Sandhausen in Bielefeld. Der Basu macht das stark, trifft, 25. Minute. Wir sind dazwischen. So guter Pasu. Wir kriegen den Einbruch zugesprochen, weil die Arminia den Ball nicht mehr im Spiel halten kann, logischerweise. Einwurf. Stolarski. Vollmann. Ulm, Achtung. Gut dazwischen Stolarski. So, Linzmeier. Starker Ball. Auf Dorsch, nee. Der kommt nicht ganz ran. Wir Kister sind dazwischen. Baccarada. 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 Da, Höhler. Dorsch. Vollmann. Zu guter Pasu. Höhler. Dorsch. Oh. Hesel ist da. Fast das dritte. 2-0. Der Ball streicht da knapp am langen Eck. Bei Hesel wird da nicht mehr rangekommen. Langer Ball. Komm, Kopfabstoß. Wir sind dazwischen. Hartherz. Oh,
Ah, der jetzt wird das Wechsel auf der Baccarat erklärt und mit dem Einwurf. Erwart direkt gespielt, Behrendt dazwischen. Meffert. Gut dazwischen, nee, doch nicht. Salga. Ulm, stark zugestellt. Görlitz. Vollmann. Gut dazwischen, Vollmann. Stellt den Körper an, wichtig. Paccarada. Dorsch. Paccarada. Meffert. Und wir sind dazwischen, kriegen nicht in den Zweikampf. Der lange Ball. Gut dazwischen. Und durch Meffert. Vollmann spielerisch gelöst. Und damit ist hier Pause. Und wir führen mit 2:0 in Bielefeld. Halbzeitstände parallel: Aue 1-0 gegen Ingolstadt, Lautern 1-0 gegen Braunschweig vorne und Dresden liegt 1-0 in Karlsruhe zurück. Und wir gehen rein in den zweiten Durchgang hier in Bielefeld mit einer 2-0 Führung, dem der Wechsel zur Pause. Manuel Junglas kommt für Ulm in die Partie. Nöte. Hartherz. Hartherz. Die Flanke kommt. Kirsten erklärt. Dorsch, Dorsch. Der Ball ins Zentrum, aber Junglas ist direkt dazwischen. Schütz. Gut gespielt. Ulm, Klos. Gut dazwischen. Knipping. Stolarski. Hartherz. Görlitz. Durch. Guter Ball. Meffert. Meffert. Vollmann. Linzmeier. Zu guter Pasu. Gibt es kein Foul? Nein. Fünfundfünfzigste Minute. Die Meffert ist dazwischen und wir werden mal angehen. Es gibt ihn das Foul, aber es ist doch alles gut. Also doch keine Verletzung zu erkennen, zum Glück. Wir wechseln ein zweites Mal. Da kommt Salga, der Salga Rausch und Tomasz Olota kommt in die Partie. Einwurf, Nöte, Görlitz, Olota ist da. Wir sind aber dazwischen. Salga, kein Foul, doch Foul von Meffert gepfiffen. Der versucht da gar nicht den Passweg zu verhindern, klärt dann den Ball. Wieder Schütz, weil so guter Pass dem Ball nicht entgegengeht. Kister, die Flanke kommt. Wir kriegen es geklärt. Irgendwie. Paccarada macht es dann am Ende sicher. Stellt nochmal drauf, macht es dann spielerisch mit Dorsch. Mit Linzmeier, mit zu guter Pasu, mit Vollmann, mit Paccarada. Das sieht sehr gepflegt aus, wie Sandhausen diesen Angriff nach vorne spielt. Zu guter Pasu, Linzmeier, Stolarski, Stolarski, zurückgelegt, der Abschluss abgeblockt.
beziehungsweise die Arminia ist die Sekunde da schneller. Der lange Ball. Linsmeier. Oh, erster Ball kommt nicht an, zweiter Ball kommt an. Vollmann. Nee. Gut, der Basu kommt da nicht an den Ball. Lorsch versucht die Grätsche, gelingt nicht. So, Görlitz mit Platz. Mit richtig Platz. Klos, die Flanke, flache Reingabe, findet keinen Anspielpartner und geht ins Tor aus. Abstoß für den SVS, der nach wie vor 2:0 hier in Bielefeld in Führung liegt. Brandy kommt für Klos in die Partie. Ritterwechsel der Arminia. Zu guter Pasu gewinnt den Ball. Macht das stark. Findet Vollmann. Der wiederum findet Meffert. Meffert. Ah, kann sich nicht durchsetzen, kann den Ball auch nicht ablegen. Langer Ball. Kiste. Macht das schlecht und holt dann doch den Freistoß für die Arminia heraus irgendwo. Görlitz wird den Ball jetzt wahrscheinlich langschlagen. Ja. Der Ball kommt. Hart, jetzt kann er aber sogar runternehmen. Das ist zu einfach und es gibt den nächsten Freistoß. Aus deutlich aussichtsreicherer Position für die Arminia. Tulinski geht auf die Torlinie, 20 Meter Entfernung. Abschluss drüber. Knaller mit dem Abstoß. Knipping. Pankarada. Knipp. So guter Basu. Meffert. Dorsch. So guter Basu. Stolarski. Für Vollmann. Langer Ball. Wir sind dazwischen. Wir sind dazwischen. Linsmeier. Gut, der Ball Nöte. Nöte und Knaller pariert. Sogar der Faso gewinnt den Eckball. Kann er den Konter spielen? Er kann den Konter spielen. Zu guter Pasu. Zu guter Pasu. Legt ihn rüber. Höhler. Nicht das 3:0. In der 84. Das muss es. Guter Pasu macht das stark. Und Höhler kriegt den Ball nicht in den Kasten. Das darf nicht wahr sein. Das muss das dritte Tor sein. Junglas, Junglas, Abschluss drüber. In der 86. zu guter Pasu raus, Schäfer rein. Winter für Dorsch. Knipping. Linz, Stolarski. Langer Ball. Kopfball geklärt. Winter. Meffert. Linsmeier. Oh, der Ball kommt nicht gut von Vollmann. Seitenwechsel. Wir sind dazwischen. Linsmeier. Höhler. Schäfer, der junge Stürmer. Guter Ball.
Und das ist Vollmer, der den Ball nicht nochmal ablegen will. 4 Minuten nach Spielzeit. Linsmeier. Brandy. Willem, starker Ball. Knaller, dann ist hier Schluss. Und der SV Sandhausen gewinnt mit 2:0 am Ende verdient. Hier in Bielefeld. Das ist doch alles sehr souverän und sehr stark und wir gehen damit rein. Aue gewinnt 2:1 gegen Ingolstadt. Braunschweig verliert 1:0 in Lautern und Karlsruhe schlägt Dresden 1:0. Also richtig, richtig stark. Und im nächsten Part, liebe Freunde, wartet er der DFB-Pokal, die zweite Hauptrunde, gegen die wir, wo wir im letzten Jahr zu Hause gegen Sinsheim ausgeschieden, gegen Hoffenheim ausgeschieden sind, heißt es in diesem Jahr, die Roten Teufel aus Kaiserslautern sind zu Gast. Und diese haben wir ja in der Liga mit 4:0 auf dem Betzenberg abgezogen. Und von daher schauen wir mal, was wir mal passiert. Und damit gehen wir rein. Das Training wird simuliert. Und dann wir Chomsky, Turner, Rieger, Schneider gewinnen 60 und Fischer eine 68. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich den Part, sagt danke fürs Zuschauen, wer hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao!